So. Also, da bin ich dann auch schon wieder. Okay, das habt ihr jetzt mal nicht gesehen. Alter, was war das denn jetzt? Nein, Mann, Mann, Mann. Okay. Gleich zu Anfang auf jeden Fall mal ein Fail. Kann man mal geben. Ah, okay. Kann man schon mal bringen, ist ja nicht so schlimm. So. Du solltest was? Ich hab's akustisch nicht verstanden, du hattest, glaube ich, irgendwas im Hals. Okay, Entschuldigung für den Witz, das muss aber kurz sein. Bin doch schon wieder weg. Kommst du? Ja, hierher kommt er. Was? Hast du Husten? Ich glaube, du wolltest noch was sagen. Ja, okay, ich höre jetzt auf, Leute, bevor ihr mich noch Morche mordet, wie Ezio die Leute hier. Ach, das ist schon einer der Ziele, ne? Na denn, mal leise hier ran. Leise und langsam. Gucken. Der da rechts kann hier auch sehen. Verdammt. Von links kann ich auch gesehen werden. Ich muss die rundum erstmal wegholen. Deswegen einmal hier und noch einmal. So. Muss mal gucken. Ja, Wurfmesser hab. Ah, so. Die Mausempfindlichkeit doch zu hoch eingestellt. So. Ich muss halt. Ja, schon gut. Ja, okay. Warum hat er jetzt wieder. Der lebt noch? Der ist definitiv tot, das finde ich gut. Aber wo ist der denn jetzt? Ach, der ist jetzt da. Auch tot? Okay. Noch drei Wurfmesser und noch zwei Gegner. Ach, Fug. Diese scheiß Holzparisaden da immer sind ein bisschen lästig. Was ich jetzt mal mache, ist nebenbei. Ah, so. Plündern. Wenn ich hier schon auf der Ecke bin, warum nicht, ne? So. Ach. Mm-hmm.
Hoppla. So, war's das jetzt? War es, ne? Achso, ja, ich muss noch zum Zielpunkt natürlich. Tut mir leid. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. Naja. Nicht so wirklich. Ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken. Und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Okay, ich muss dazu sagen, ich glaube, das hatte ich auch schon im letzten Part. Also tut mir leid, dass sich das jetzt wiederholt alles. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Deswegen, also seid mir nicht böse, falls es so ist. So, ich habe auf jeden Fall jetzt denen auch schon mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Hopplarre. Okay, das war jetzt failed. Hier am besten hoch. Okay, warum wird das jetzt so rasant dunkel auf einmal? Habe ich irgendwas verpasst? Welcher Wunder, mal ausnahmsweise nicht runtergefallen. Habe ich das echt gerade eben irgendwie... Hallo? Das Kartenhaus stürzt zusammen in den Jungen. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassine, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als wir hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja. Wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitz. Was genau wollt ihr? Nein, was ist denn jetzt los? Entschuldigung, ich war glaube ich gerade zu tief im Gespräch zuzuhören, als darauf zu achten, dass ich ins Leere springe. Tut mir leid. Tut mir leid. Ernsthaft. Oh Gott, Leute. Das wird noch heiter. Na toll, darf ich das Ganze jetzt nochmal machen wahrscheinlich, ne? Tue ich das euch jetzt an? Ja, wahrscheinlich schon. Habe ich jetzt gerade... So. Wieder dasselbe Thema. Einmal die zwei wegsnacken. Ich will den halt auch schon mal ein bisschen abholen. Und hier zwei wegsnacken. Dann definitiv hier zurück. Hoppla. Alter! So, dann definitiv hier hochklettern.
Alter! Alter! So. Ich. Nicht, wenn ich kletter. Leute, tut mir leid, dass ich jetzt so uprate. So. Meine Güte. Dass man da echt jetzt nochmal so aggressiv drauf losgehen muss, nur damit man hier hochkommt. So, ich mache das jetzt mal übrigens anders. Aber man weiß ja, nobody's perfect, ne? Ja. So. 3, 4. So. Kann ich das irgendwie... Ne, überspringen kann man es nicht. Schade. Arme irre Antonio. Vergesst sie. Es ist der Assassin, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss noch die Wacht von uns betrügen in Florenz. Erwischt, Junge! Erwischt! Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch. Es gibt keinen anderen Weg. Requiesta in pace. Wie ich das vermisst hab, ganz ernst. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Na, machen wir das noch. Und dann würde ich sagen, war es das auch für die heutige Folge. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr weiterhin einschaltet. Und auch mein nächstes Projekt, was ich wieder weiter fortführen werde, ist auch Prototype. Ich schwöre es euch, ich werde das wieder neu installieren. Ich werde wieder weitermachen. Und bitte, weiterhin so viele wie mögliche Infos geben, was ich brauche. Also, gebt mir Info, ob ich... neue Grafikkarte brauche oder. Es wird sich ändern. Ich schwör's euch. Was noch? Und das auch hoffe ich bald. Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragen? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ich das schon in meinem Part drin hatte. Es tut mir echt leid, dass ich wiederholt hat. Aber, ja, Synchronisation 7 beendet. Ich springe hier noch rüber. Wie ein Assassine. Und bin dann auch weg. Hiermit würde ich dann auch sagen, beende ich den Part. Freue mich wieder darüber, wenn ihr einschaltet. Wenn es wieder heißt Assassin's Creed. Und ansonsten... könnt ihr auch gerne meine anderen Sachen anschauen. Ich werde auch noch ein paar Trash-Titel spielen, wo gesagt wird, das ist Trash, aber meiner Meinung nach unverdient. Also schau, man hört sich und wie gesagt, auf Wiedersehen. PS,
noch ganz kurze Info. Ich verlinke euch nochmal auf jeden Fall hier unten in den Kommentaren auf jeden Fall auch das Assassin's Creed Spiel 1 und auch den zweiten Titel in der Beschreibung. Über Steam erhältlich, wie natürlich bekannt. Auch in den anderen Läden erhältlich, wie auch immer ihr es euch holen wollt. Aber in die Beschreibung auf jeden Fall der Steam-Link. Also bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Das nur ganz kurz nochmal für euch angelassen. Ciao.